Als ich in Spenglers Buch nach einer Antwort auf meine Frage nach der Entstehung der Kulturen suchte, merkte ich, dass es für mich noch etwas zu tun gab. Wo die deutsche A priori-Methode versagte, wollte ich doch sehen, was englischer Empirismus auszurichten vermochte. Die Hinfälligkeit dieser vermeintlich wissenschaftlichen, unpersönlichen Erklärungsversuche bewog mich, zur Mythologie Zuflucht zu nehmen. Das Ereignis kann am besten in dieser mythologischen Bildung beschrieben werden, weil sie nicht von dem Widerspruch betroffen werden, der auftritt, wenn man die Aussage in logischer Redewesen übersetzt. In der Logik kann es, wenn Gottes Universum vollkommen ist, nicht außerhalb einen Teufel geben, weil, wenn der Teufel existiert, die Vollkommenheit, die er zu stören kommt, bereits aufgrund der Tatsache seiner Existenz unvollständig gewesen sein muss. Dieser logische Widerspruch, der nicht logisch aufgelöst werden kann, wird intuitiv in der Einbildungskraft der Dichter und Propheten überschritten. Goethes Prolog im Himmel beginnt mit dem Hymnus der Erzengel auf die Vollkommenheit der Schöpfung Gottes. Vielleicht hätte es aus dieser Sackgasse keinen Ausweg mehr gegeben. Wäre nicht Mephistopheles, der eben dazu geschaffen worden war, vor den Thron Gottes getreten und hätte Gott herausgefordert, ihm freier Hand zur Vernichtung eines der erlesensten Werke des Schöpfers zu lassen, wenn es ihm gelänge. Gott nimmt die Herausforderung an und erhält so Gelegenheit, sein Schöpfungswerk fortzuführen. Eine Begegnung zwischen zwei Persönlichkeiten in der Form von Herausforderung und Entgegnung. Professor Toynbee, how do you das Verhältnis zwischen Geschichte und Religion. Meine eigene Religion hat sich laufend verändert. Orthodox in der Kirche von England erzogen, später protestantisch, schließlich ungläubig. Mehr und mehr erscheint mir die Religion als das Wichtigste im Leben. Die Vorstellung der eigenen niederen Position schließt ein, dass es etwas über einem gibt. Wenn das auch nicht logisch erscheint, nach mittelalterlichem Gottesbeweis klingt, aber auf diesem negativen Weg kann man sich dem Problem nähern. Der Mensch kann nicht das höchste Wesen im Universum sein. Ein Extrakt des Besten aus allen Religionen. Jede Religion sollte für jeden nutzbar werden. Dass man nicht mehr hineingetauft wird, sondern wählen kann, ein Leben lang. Jede Religion entspricht wohl einem Charaktertyp. Die einzelne Religion ist nicht für alle gleich gut. Religion, eine Frage des Bedarfs, wie bei Autos. Dem Pluralismus der Charaktertypen dürfte ein Pluralismus der Religionen entsprechen. Religion als Therapie, nicht als Suche nach der unteilbaren Wahrheit. Wie im Gleichnis vom Berg. Man erreicht den Gipfel und sieht, dass es nur einen Gipfel gibt. Je mehr sich die Religionen diesem Gipfel nähern, desto stärker ist ihre Gipfelübereinstimmung. Hatten Sie je eine Gipfeloffenbarung? Ein- bis zweimal spürte ich, was hinter jener Wand sein lag. Bedingt durch das Geschichtsstudium oder durch persönliche Erlebnisse? Herr Toynbee, warum sind Sie Historiker geworden? Weil meine Mutter Historiker war. Meine Mutter war ein Historiker einer anderen Art. Sie liebte die Einzelheiten der Geschichte. Und ich, wie Sie wissen, liebe das in einer allgemeinen Weise studieren. Etwas panoramisch und stereokopisch.
Also sozusagen in Reaktion gegen Ihre Mutter nahmen Sie dann ganze Kulturen als Ihre Begriffseinheiten. Wie viele Kulturen in diesem Sinn gab es denn in der Weltgeschichte? Every time that I try and count them up, I come to a different result. Ich komme stets zu einem anderen Ergebnis. Ich bin nicht dogmatisch. So an die 20 bis 30. Unsere westliche Kultur fängt wann an? Für mich, das fängt im 18. Jahrhundert an, mit dem Aufkommen der Karolingier. Gehören die Amerikaner auf dem geistigen Gebiet dazu? Oh yes, I think so. Again on the religious test. Entsprechend dem religiösen Test, ja. Alle amerikanischen Religionen haben ihren Ursprung in Europa. Ein amüsantes Beispiel. Einer der erfolgreichsten westlichen Exportartikel, und zwar der, der am liebsten verleugnet würde, ist der Kommunismus. Ein rein westliches Erzeugnis. Kein Russe oder Chinese wäre im Traum auf den Kommunismus gekommen, hätte man ihn nicht aus dem Rheinland und Großbritannien exportiert. Wie viele Kulturen, würden Sie sagen, leben jetzt in der Welt zusammen? Ein halbes Dutzend. Was ist nun wirklich das Kriterium einer Zivilisation, einer Kultur? Religion im weitesten Sinn. Das schließt die Philosophie ein, die Weltanschauung der Völker. Das gibt einer Kultur ihr inneres Gepräge. Professor Toynbee, wie definieren Sie für Ihre Forschungszwecke eine Kultur? Als nützliche Denkwerkzeuge. Mehr halte ich davon nicht. Was ist nun aber der Unterschied zwischen einer Kultur und einer Religion? Das ist schwer zu sagen. Im Grunde ist eine Kultur eine Religion. Wie unabhängig voneinander sind denn diese 25 Kulturen? Meine Liste von Zivilisationen. Jedes Mal ergibt sich für mich eine andere Zahl, aber die erste ist immer die sumerische. Sie ist die ursprüngliche Kultur. Es war wohl ein einmaliger Schöpfungsakt, dieses Aufkommen der Spezieskultur. So dass alle Kulturen letzthin von dieser herrühren. Die Menschheit hat also Jahrtausende ohne Kulturen gelebt und kann wohl auch in der Zukunft nicht wieder ohne Kulturen, aber ohne große Entwicklung. Von der Zivilisation der Urmenschen bis zum Beginn der Höhlenmalerei vor ungefähr 30.000 Jahren wissen wir eigentlich nichts. Und was sind schon 30.000 Jahre? Ihr Versuch, unsere Geschichte in einem Zusammenhang darzustellen, hat viel Unruhe hervorgerufen, nicht nur unter Historikern und nicht nur in England. Ich habe mich häufig über meine großen Auflagen und meine Publicity in Amerika gewundert. Das lag wohl daran, dass die USA plötzlich die Bürde spürten, im Mittelpunkt des Weltgeschehens zu stehen und dass ihnen die Orientierung in der Geschichte fehlte. Jeder erregt da Aufmerksamkeit, der mit einem gewissen Schema aufwartet. Ob er nun Spengler oder Toynbee heißt, bleibt sich gleich. Dieses allumfassende Schema, das nicht nur die gesamte gegenwärtige Welt einschloss, sondern auch das halbe Dutzend früherer Kulturen, die die Archäologen ausgegraben haben, das war attraktiv für die Leute. Nehmen Sie die christlich-jüdische Weltsicht oder die der Moslems. Sie sind sehr deutlich schematisiert. Immer beginnt es mit dem Schöpfungsakt. Das Christentum hat die Erlösung in der Mitte, die Fleischwerdung. Das Judentum sieht die Rückkehr nach Israel vor. Alle haben das jüngste Gericht. Und das haben sie alle aus dem zoroastrischen Glauben übernommen. Die Menschheitsgeschichte ist also in eine Art theologischen Rahmen gestellt. Am Ende des 17. Jahrhunderts zerbrach dieser Rahmen. Der Rationalismus breitete sich aus.
Es entstand ein Vakuum. Man hatte keinen Rahmen für die Geschichte mehr. Es sah so ziemlich nach Chaos aus. Chaos mag man aber nicht. Man wünscht eine Karte zur Orientierung, eine Karte für alle Lebenslagen. Jeder, der mit irgendeiner Karte aufwartet, wird mit offenen Armen empfangen. Aufmerksame Zuhörer sind auch die Gegner, die so eine Karte für Unsinn halten, denn sie wollen ja widersprechen. Die Folge ist Zustimmung und Kritik gleichzeitig. Was nun die Karten selbst betrifft, Spenglers, meine oder die zahlloser anderer, sie sind ziemlich archaisch, wie die frühen Karten der neuen Welt. Kurz dargelegt ist das gewöhnliche Schema einer sozialen Zersetzung die Spaltung der zerfallenden Gesellschaft in ein aufsässiges Proletariat und eine herrschende Minderheit, deren Macht aber ständig abnimmt. Der Zersetzungsprozess geht nicht gleichmäßig vor sich. Aufruhr und innere Erholung lösen einander immer wieder ab. Im vorletzten Stadium der Erholung gelingt es der herrschenden Minderheit, der tödlichen Selbstzerfleischung der Gesellschaft vorübergehend Einhalt zu tun. Sie legt ja den Frieden eines Universalstaates auf. Innerhalb des Universalstaates der herrschenden Minderheit gründet das Proletariat eine Universalkirche. Und nach dem nächsten Aufruhr, der zerfallenden Kultur den Todesstoß versetzt, kann die Universalkirche am Leben bleiben, damit aus ihr, wie aus einer Puppe, schließlich der Schmetterling einer neuen Kultur hervorgehe. Nun, wie unterscheidet sich Ihre Theorie von der Spenglers, Herr Toynbee? Erst einmal, ich habe die größte Bewunderung für Spengler. Ich halte ihn für genial und irgendwie einzigartig. Der fundamentale Unterschied, ich zögere fast anderer Meinung als so ein großer Mann zu sein, liegt in den biologischen Maßstäben, mit denen er die Kultur misst. Im 19. Jahrhundert gibt es da eine Parallele in England. Auch Herbert Spencer vergleicht die Gesellschaft mit einem Organismus. Ich glaube, das ist eine falsche Analogie. Zwar besteht eine Gesellschaft aus Organismen, Ameisen, Bienen oder Menschen. Der Mensch als Glied einer Gesellschaft ist aber mehr als ein Organismus. Er ist eine Persönlichkeit. Spengler sagt dogmatisch, eine Kultur wird 1000 Jahre alt und ihr ist vorherbestimmt, durch die Periode der Kindheit, der Jugend und der Reife zu gehen, senil zu werden und schließlich zu sterben. Die Mehrzahl der uns bekannten 20 Kulturen ist anscheinend bereits zusammengebrochen. Die Mehrzahl unter ihnen ist den abschüssigen Weg, der zur völligen Auflösung führt, schon wieder zu Ende gegangen. Unsere Postmortem-Untersuchung toter Kulturen erlaubt es uns nicht, unserer eigenen Kultur oder irgendeiner anderen noch lebendigen das Horoskop zu stellen. Ohne Spengler nahetreten zu wollen, sehe ich doch keinen Grund, warum eine Folge von Herausforderungen nicht durch eine Folge siegreicher Entgegnungen ad infinitum beantwortet werden könnte. Es ist unmöglich, die zukünftigen Verhaltensweisen des Menschen vorherzubestimmen, wie den Lauf der Planeten. Wenn so der Tod einer Kultur einer anderen zum Leben verhilft, verliert sich da nicht die zunächst vielversprechende und spannende Suche nach dem Ziel menschlicher Bestrebungen schließlich in einen trostlosen Kreislauf sinnloser Wiederholungen, wie ihn die Heiden sahen? Diese Anschauung vom Kreislauf der Geschichte war selbstverständlich. Nehmen wir Abendländer diese Kreislauftheorie ernst, so würde für uns die Geschichte zur Erzählung eines Narren ohne jeden Sinn.
Aber ist nicht schon das Geschichtsstudium als solches ein Versuch, Lehren aus der Vergangenheit für die Zukunft zu ziehen? Es ist nicht mehr, als Vergleiche und Analogien aufzustellen. Es gibt nicht nur einen einzigen chronologischen Faden. Für Spengler und mich war das vergleichende Studium der Kulturen in erster Linie eine Denkübung. Heißt das, dass man aus Ihrer Studie der Geschichte eigentlich für die Prognose unserer Kultur gar keine Voraussagen treffen kann? Einige Fehler haben die Menschen in ihren sozialen Beziehungen immer wieder gemacht. Es wäre nicht notwendig gewesen, dass die USA beispielsweise die Fehler des europäischen Kolonialismus wiederholten. Obwohl man keine genauen Voraussagen machen kann, gewinnt man doch etwas an Weisheit. Heißt das, dass wir einen Weltstaat brauchen, um unsere Kultur zu retten? Die meisten Kulturen sind als Weltstaaten untergegangen. Das griechische und das römische Reich und auch das der Chinesen. Es handelt sich immer um die letzte Phase in der Geschichte einer Kultur. Diese Fast-Weltstaaten der Vergangenheit, wie das chinesische und das römische Reich, wurden alle erst durch ziemlich brutale und destruktive Eroberungen geschaffen. Im Atomzeitalter ist durch Eroberung eine Befriedung der Welt erst recht unmöglich. Keiner würde siegen, beide Gegner würden vernichtet werden. Und doch brauchen wir einen Weltstaat. Er dürfte aber nur durch Übereinstimmung entstehen. Im Atomzeitalter kann man sich keine politische Rivalität erlauben. Das Atomzeitalter ist aber auch eine Hoffnung. Atoms for Peace. Atom für den Frieden, sagte Präsident Eisenhower. Eine fortgeschrittene Technologie, die immer mehr kostet, differenzierter ist, immer mehr Sparten umfasst, verlangt eine Kooperation auf weltweiter Ebene, schon aus dem Minimum-Optimum-Prinzip heraus. Vielleicht ist das ein neuer Weg. Das ist zumindest ein weiteres, anderes Argument für einen Weltstaat. Aber wie schaffen wir einen Weltstaat, wenn wir nicht einmal die Rassenprobleme lösen können? Vielleicht haben Sie einmal die amerikanisch-mexikanische Grenze überschritten. In Mexiko ist das Rassenproblem erfolgreich gelöst. Es gibt reinblütige Indianer an der Spitze der Gesellschaft und Mexikaner europäischer Abstammung in der Gosse. Die Spanier des 16. Jahrhunderts waren ein raues Volk. Und die Eroberung des Kontinents eine brutale Sache. Aber in der ersten Generation der Besiegten, Bekehrten, gab es einen Konvertit, der auf dem Berg von Guadalupe eine Erscheinung gehabt haben soll. Die Jungfrau Maria, nicht als Spanierin mit weißer Haut und in abendländischer Kleidung, sondern als Indianerin, Kupferfarben und in Indianertracht. Sie wurde die Landesheilige Mexikos. Das vereinte die Rassen. In jeder Dorfkirche wird das Wunder dargestellt. Und immer ist die Jungfrau eine Indianerin. Hier liegt der Ursprung des Non-Rassismus in Mexiko. Uns Protestanten fehlt also ein schwarzer Gott. In Tennessee gibt es eine Neger-Universität, von Negern gegründet. Ein Neger-Direktor. Ein Neger-Dekan. Auf dem Westfenster in der Kapelle ist die biblische Geschichte dargestellt. Adam und Eva, schwarz. Die Patriarchen, schwarz. Die Apostel, schwarz. Aber Jesus Christus, weiß. Sie hatten sich nicht getraut, ihn in ihrer eigenen Kapelle als Schwarzen darzustellen. Ein weißer Christus. Wahrscheinlich war er nicht einmal weiß. Aber die früheren Herren dieser amerikanischen Neger waren Weiße. Ein erschreckendes psychologisches Beispiel. Haben die Amerikaner ihre eigene Revolution verraten? Reichtum und Gleichheit zu verbinden ist schwer. Der Wohlstand machte die Amerikaner erst konservativ, dann defensiv, schließlich aggressiv. Wo kann diese Revolution noch gerettet werden, die die Amerikaner verraten haben?
Keiner kann die Entwicklung der chinesischen Revolution voraussehen, wohl auch die Chinesen selbst nicht. Die chinesische Kultur bleibt so lange eine unüberwindbare Kraft, wie die chinesischen Schriftzeichen gültig sind. Sie sind im Gegensatz zu den Buchstaben unseres Alphabets der Ausdruck einer Philosophie, unter deren Einfluss jeder geraten muss, der diese Schriftzeichen schreibt. Alles wird umfunktioniert, ob man will oder nicht. Die Geschichte des chinesischen Buddhismus zeigt, dass sich dort auch der Kommunismus verändern wird. Buddhismus oder Kommunismus, in chinesische Schriftzeichen gesetzt, ergeben Konfuzianismus. Wird der Marxismus durch den chinesischen Einfluss subtiler, kultivierter werden? Ja, vielleicht als Prozess über Jahrhunderte. In der Schau der Propheten von Israel, Juda und Iran ist die Geschichte kein Kreislauf, kein mechanischer Ablauf. Sie ist die meisterhafte und unablässig fortschreitende Ausführung eines göttlichen Planes auf der engen Bühne dieser Welt. Eines Planes, von dem wir nur einzelne Teile flüchtig wahrnehmen können, der aber unsere menschliche Fassungskraft und unseren Verstand in jeder Richtung übersteigt. Die Propheten nahmen auch durch ihre eigene Erfahrung Aeschylus' Entdeckung vorweg, dass Wissen aus Leid geboren wird. Eine Entdeckung, die wir in unseren Tagen und unter unseren Verhältnissen gleichfalls machen mussten. Sie sagten vorhin, dass das Christentum kein Wahrheitsmonopol beanspruchen kann. Und Sie wollten auf den Hinduismus eingehen. Der Hinduismus geht über die Existenz eines persönlichen Gottes hinaus, im Gegensatz zum Christentum, mit Ausnahme vielleicht einiger Mystiker. Der Heilige Geist kommt dem am nächsten, aber in der heiligen Dreifaltigkeit wird er am wenigsten beachtet. Aber er ist am höchsten entwickelt. Ich glaube, er ist von größter intellektueller Reife. Geistiges Leben auf menschliche Verhaltensweisen zu bringen, zeugt von Unreife und ist Anthropomorphismus. Der Hinduismus geht weit über diese primitive, vermenschlichte Gottesvorstellung hinaus. Über einen Jesus Christus? Ja. Im Westen wurde Buddhismus Mode. Am Buddhismus zieht mich an, dass im Nirvana die Persönlichkeit ausgelöscht wird, nicht aber das Wesen des Geistes. Wie bei den späten griechischen Philosophen, die Selbstbefreiung durch Ausdauer und Selbstverleugnung bis zum Ausschalten aller Wünsche. Buddha ging bis zur Grenze des Möglichen. Das bewundere ich. Das erinnert an den Philipperbrief, wo sich auch Jesus selbst entäußert und nicht daran denkt, zur Rechten Gottes zu sitzen. Was zieht Sie am orthodoxen Christentum an? Besonders die russische Form, aber ich bin da kein Experte. Der allmächtige Gott legt seine Macht ab, um mit seinen Geschöpfen zu leiden, ohne sich aber seiner Verantwortung zu entäußern, entsprechend der christlichen Ideologie. Der Leidensaspekt ist wohl in der Orthodoxie ausgeprägter als im westlichen Christentum, besonders in Russland. Soll ein Fahrzeug sich in einer Richtung vorwärts bewegen, die ihm sein Lenker vorgeschrieben hat, so muss es schließlich von Rädern getragen sein, die sich gleichförmig immer in Kreise drehen. Während Kulturen aufsteigen und versinken und im Sinken andere emporheben, streitet vielleicht irgendein zweckvolles Unternehmen höherer Art als die Kulturen sind, stetig vorwärts. In einem göttlichen Plan ist vielleicht das Wissen, das aus dem Leid geboren wird, aus dem Leid des Untergangs von Kulturen, das höchste Mittel zum Fortschritt. Abraham war ein Auswanderer aus einer Kultur, die in den letzten Zügen lag. Die Propheten waren Söhne anderer zerfallender Kulturen. Das Christentum wurde aus den Leiden einer zerfallenden griechisch-römischen Welt geboren. Zurück zur Religion und Geschichte. Steht hinter Ihrem zwölfbändigen Werk ein teleologisches Prinzip, ein tieferer Sinn? A teleological principle behind everything that you've described.
Das Leben ist eine Anstrengung, ein Versuch. Und jede Anstrengung, jeder Versuch, jeder Kampf setzt ein Ziel voraus. Ihre Art, in Ihrem Werk über den Teufel zu sprechen, geht von einer profund unchristlichen Theologie aus. Nun, Gottes Allmacht ist begrenzt. Er braucht wohl etwas Hilfe bei seinem Job. Im Unterschied zum jüdischen, christlichen oder islamischen Monotheismus bin ich nicht sicher, dass das Ziel wirklich erreicht wird. Ich glaube nicht an die Allmächtigkeit. Im Streit zwischen Irenäus und Martin stehe ich auf Martins Seite, der sagt, Gott kann nicht beides sein, gut und allmächtig. Diesen Punkt haben Katholiken und Protestanten beide vernachlässigt. Deswegen haben sie so viele Gläubige verloren. Sie fühlen sich mehr vom Hinduismus angezogen? Ja, aber es ist auch leichter, sich von einer Religion angezogen zu fühlen, in der man nicht aufgewachsen ist, der man sich auf intellektuellem Weg genähert hat. Und der Buddhismus? Zu ihm habe ich eine noch stärkere Beziehung. Also ist für Sie das Christentum eine sehr primitive Religion? Die christliche Dreieinigkeit hat erstens die hinduistische dritte Person, dann die griechische zweite Person, Mensch als Gott oder Gott als Mensch, und schließlich den transzendentalen, aber doch persönlichen Gottvater der Juden und des Islam. Sie haben sich das Beste aus den drei Welten geholt. Deswegen war es so erfolgreich. Der wahre Nutznießer des vorübergehenden römischen Friedens war die christliche Kirche. Sie ergriff diese Gelegenheit, Wurzel zu schlagen und sich auszubreiten. Ihren Anreiz empfing sie durch die Verfolgungen. Bis das Römische Reich, da es sie nicht vernichten konnte, sich entschloss, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die Glaubensbekenntnisse und Ihr Geschichtsbild, wo stehen Sie? Ich gehöre nach wie vor zum jüdisch-christlich-zoroastrisch-islamischen Flügel der Religionen. Das heißt, ich glaube an den Kampf um das Gute und dass es allen Geschöpfen, die ein Bewusstsein haben, auferlegt ist, auf Seiten des Guten an diesem Kampf teilzunehmen. Sie sind nicht zu pessimistisch, Herr Toynbee. Die Spezies Kultur entstand, als der Mensch gezwungen war, eine effektivere Wirtschaftsform zu entwickeln. Alles, was ihm geblieben war, waren die Flusstäler. Wüsten entstanden. Es gab kein Jagdwild mehr. Wie ich ausführte, war der technisch-wirtschaftliche Anlass die Erfindung des Ackerbaus, das Trockenlegen der Sümpfe aber nur etwas Äußerliches. Der treibende Motor des Menschen war, seine Gattung, die Gemeinschaft der Menschen, am Leben zu erhalten. Diese Inspiration war etwas Religiöses, die die Menschen zu immer größeren Anstrengungen trieb, die sie zu Kooperation auf eine höhere Stufe führte, um eine neue Lebensform zu finden. Das war ein revolutionärer Umsturz. Die Umstellung von der Jagd auf den Ackerbau war ein größerer Einschnitt als die auf die städtisch-industrielle Lebensweise unserer Zeit. Es war wahrscheinlich der bisher größte Einschnitt überhaupt. Es ist ein tröstlicher Gedanke, dass es revolutionäre Perioden schon vor unserer Zeit gegeben hat und dass wir sie überlebt haben.